Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 16 und dem Beagle. So, wir haben jetzt noch einen Haufen Nebenquesten vor uns, die ich gerne auch vor Ende des Spiels natürlich machen möchte. Wir beginnen mit der Torgel-Quest, aber ich werde generell einmal... Wo ist denn das Achterdeck? Soll das Achterdeck sein? Ich glaube ja. Oder? Oder ich kann es nicht erkennen. Ja, da ist Torgal. Aber jetzt bin ich direkt da und kann mit jemandem quatschen, oder wie? Ach, egal. Dann ist da halt ein neuer Mutterkristall. Die Hühner müssen. Dann ist da halt ein Mutterkristall. Hühner müssen gefüttert werden. Recht hat er. Warte mal, ich kann... Wo, mit wem... Was? Hoch hinaus. Was? Wo soll das sein? Ich bin so verwirrt, Leute. Ich bin so, so verwirrt. Nein, falsch. Journal. Ich will das Journal. Ich will das Journal. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Sprich mit Vivian. Ich muss nur einmal kurz gucken. Wo soll das sein? Unten. Warum wurde mir das gerade nicht angezeigt? Weil wenn ich schon hier bin, kann ich mit einmal fragen, was ihr Problem ist. Ey, mit. Mit, hast du kurz Zeit? Ah! Na, offensichtlich. Ich hab's! Wie immer war die Antwort die ganze Zeit direkt vor meiner Nase. Wenn das sie nicht fliegen lässt, weiß ich auch nicht mehr weiter. Fliegen? Willst du der Enterprise etwa Flügel geben? Aber natürlich will ich das. Die Kinder glauben, dass du ihnen aus dem Weg gehst. Sie machen sich Sorgen. Ist dein Projekt so wichtig, dass du dich von allen abkapseln musst? Die Enterprise ist jetzt schon das schnellste Schiff der Welt. Und das mit Wasser unterm Kiel. Aber was, wenn sie nicht daran gebunden wäre? An gar nichts gebunden wäre? Warum sollten die Götter den Himmel für sich alleine haben? Das ist doch völlig ungerecht. Die Gefallenen haben es geschafft. Aber sich nur auf Magie zu verlassen, war ihr großer Fehler. Aber ich? Ich weiß, wie man es ohne hinkriegt. Also fast. Erstmal muss ich ein Modell bauen. Und das kannst du nur allein machen? Ist das ein Angebot? Damit wir uns verstehen, die Enterprise ist mein Revier. Aber wenn du mir unbedingt helfen willst, sag ich sicher nicht nein. Erst brauche ich Öl. Aber kein schon dreimal in der Bratpfanne benutztes aus der Küche. Hochwertiges, wie das aus Old Hill. Dann brauche ich einen Knochen oder ein Stück von einem Panzer. Leicht, robust und wenn es geht, nicht mehr am vorherigen Besitzer dran. Meinst du einen Bestienknochen? Da können dir sicher die Fluchbrecher weiterhelfen. Nein, die können dir weiterhelfen. Du wolltest dich doch nützlich machen, oder? Komm mit, du bist ätzend. Ich sollte mit einem der Fluchbrecher reden, bevor ich losziehe. Vielleicht finde ich den Knochen auch in Old Hill. Jetzt will ich aber erstmal zum Achterdeck. Aber wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Hat Megadol schon etwas von einem nächsten Projekt erzählt? Angeblich auch von da. Nicht. Ab zu Torgal. Steht mein Hund da? Torgal, da sitzt er. Oh, guckt ihn euch an. Hallo. Was hast du denn, Torgal? Sag, ich bin alt. Was ist? Siehst du da etwas? Seit wann hast du eigentlich diesen Ring an der Pfote? Den hat er von Sid bekommen.
als der ihn aufgenommen hat. Das fällt ihm 5 Jahre so später schon? Auf? Und trotzdem fragst du erst heute danach. Sid hatte damals gestört, dass Torgal die Angewohnheit hat, an der Pfote zu nagen. Also hat er ihm den Ring umgelegt, um es ihm abzugewöhnen. Ach, Torgal. Sicher war es Trennungsschmerz. Es war bestimmt ganz schön schwer für den Kleinen, sich auf einmal ganz allein durchzuschlagen. Vielleicht noch schwerer, weil er ein Frostwolf ist. Er braucht die Verbindung zu seiner Esper. Sid hat ihm immer gesagt, der Ring kommt erst ab, wenn du gefunden hast, was du suchst. Und schließlich hat er dich gefunden. Tut mir leid, Großer, dass du so lange warten musstest. Dann nehmen wir ihn jetzt ab. Aber es ist doch... Ich wollte gerade sagen, es ist eine Erinnerung an Sid. Ich glaube, er will ihn nicht hergeben. Klingt so. Sicher, weil er dich an Sid erinnert, oder? Du willst, dass ich mitkomme? Sid muss sich unfassbar gut um den Hund gekümmert. Sieh einer an. Du verstehst ihn besser als gedacht. Lange nicht so gut wie du, Charon. Tja, kein Wunder. Schließlich war ich es, die ihm all die Jahre Knochen besorgt und den Bauch gekrault hat. Du warst ihm eine wahre Freundin. Dafür bin ich sehr dankbar. Nur weil er nicht so frech ist wie der Rest von euch. Und jetzt geht schon. Ich hätte auch erstmal Best Friends mit Torgal gemacht, ganz ehrlich. Scheiß auf den Rest. Dann geh mal voran, Torgal. Ja, ist er ja schon. Dann hast du mit Charon geredet. Man kann über sie sagen, was man will. Aber Charon hat dafür gesorgt, dass... Torgal? Volk Torgal. Er ist im Haupthaus, im Hauptdings. Hey. Also gut, Torgal. Wo möchtest du hin? Ein bisschen mehr musst du mir schon helfen. Gib mir doch einen Hinweis. Es sei denn, das hast du schon getan. Auf dem Achterdeck. Da hast du nach Westen gesehen. Richtung Rosaria. Willst du etwa zum Krähennest? Auf der Insel war ich seit fast 20 Jahren nicht mehr. Auf nach Port Isolde. Hoffentlich gibt es die Anlegestelle noch. Aber was will er denn da? Okay, aber erst reden wir mit den restlichen Questgebern hier, also mit Vivian und den Flugbrechern. Ja, aber erstmal muss ich. Ich gehe erstmal zu Vivian. Yo. Vivian, wegen des Briefs. Ich kann dir gern helfen, dein Buch zu finden. Danke, Clive. Es könnte aber etwas knifflig werden. Bist du sicher? Ja. Bin ich. Dein Rat hat mir schon unzählige Male weitergeholfen. Es wird Zeit, dass ich mich revanchiere. Lass mich dir helfen. Sehr freundlich von dir. Leider wird sich dieses Buch nicht so einfach finden lassen wie Antworten auf deine Fragen. Ich habe schon Harpokrates gefragt, ob er nicht weiß, wo sich dieses Buch heute noch auftreiben lässt. Aber vielleicht erklärt er dir das alles am besten selbst. Ach Gottchen. Wenn du meinst. Tut mir leid, dass ich das auf dich abwälze. Ja. Dieses Buch war der Auslöser für alles, was mich heute ausmacht. Es hat eine wirklich große Bedeutung für mich. Schön für dich. Na, Sid, willst du uns einen ausgeben? Nein. Kommt ganz drauf an. Mit braucht einen leichten, aber haltbaren Knochen für ein Projekt. Mit Bestien kennt ihr Fluchbrecher euch doch gut aus, oder? Vorschläge? Knochen sind Knochen.
Hau fest genug drauf und sie gehen kaputt. Sie sollte lieber was anderes nehmen. Ein Stück von einem Panzer zum Beispiel. Weißt du, was Adamantheimer sind? Nö. Oh ja. Ich weiß, dass mit ihnen nicht zu spaßen ist. Und deren Panzer sind also besonders hart? Ja, vor allem, wenn sie schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Angeblich lebt eine uralte Adamantheimer in Korava, nahe Ultbiza. Oder was davon übrig ist. Aber glaub nicht, dass du leichtes Spiel haben wirst. Das Ding lebt nicht ohne Grund schon so lange. Ich werde aufpassen. Danke. Ach so. Na gut. Also dann jetzt kurz zu Hippokrates, ja? Und dann nach Port Isolde. Ja, danach nach Port Isolde. Und ich hoffe, dass ich mich dann wieder einblenden kann. Erstmal. Torgal steht da und denkt sich, er hat doch gerade gesagt, wir gehen gleich los. Was ist mit ihm los? Was ist mit meinem Herrchen? Ja, Entschuldigung, Torgal, aber ich will erst in die Welt reisen, wenn ich auch wirklich für alles in die Welt muss. Ah, Clive, wie schön. Welch Freude, euch zu sehen. Hippokrates, ich muss euch etwas fragen. Ich suche nach einem Buch mit dem Titel »Aus der Ferne«. Dann sucht ihr nach einer wahren Rarität. Erstaunlich, dass euch dieser Titel geläufig ist. Ihr kennt ihn von Vivian. So ist es. Viel darüber erzählt hat sie mir allerdings nicht. Nur, dass ihr mehr dazu zu sagen hättet. Am liebsten hätte ich ihr das Ganze ausgeredet. Clive, die Suche, mit der die junge Professorin euch beauftragt hat, kann kein gutes Ende nehmen. Weil? Nicht, solange es die Vollstrecker gibt. Die Vollstrecker? Ein geheimer Orden. Eine nebulöse Organisation, die verbotene Schriften und Technologien zusammenträgt und unter Verschluss hält. Und Vivians Buch ist eine dieser Schriften. Denn es dokumentiert die wahre Geschichte der Versklavung der Träger. Ein Werk, das Potenzial hat, die gesamte bestehende Ordnung zu stürzen. So sagt man zumindest. Also ich habe es nie gesehen, geschweige denn selbst gelesen. Ich höre zum ersten Mal von dieser Organisation. Nun, sie sind eben ein geheimer Orden. Sie lauern in den Schatten, tauchen dann auf, wenn sie etwas begehren. Bücher, Erfindungen oder Menschen. Und verschwinden dann wieder, ohne jede Spur. Das erklärt, wie Vivians Buch sich so ohne weiteres in Luft auflösen konnte. Das Werk der Vollstrecker, ja. Was treibt sie an? Pure Gier oder Ideologie? Gute Frage. Leider lässt sich unser Wissen über sie in einem Atemzug zusammenfassen. Fragt mich, woher sie kommen, wer sie anführt oder wie viele sie sind, und jede Antwort wäre reine Spekulation. Mir fehlt also jeglicher Anhaltspunkt. Was hat Vivian gedacht? Dass es aus dem Nichts auftaucht? Nicht aus dem Nichts, nein. In Ashra. In Stürm hört man in der Tat oft von den Vollstreckern. In Ashra aber deutlich seltener. Ich habe einen Freund. Weißt du das? Ich hatte einen Freund. Drüben in Garnik. Er sammelte alte Bücher. Und er schrieb mir lange Briefe über seine Schätze. Leider bleiben sie aus, seit der Himmel sich verdunkelt hat. Sicher hat auch er sich verwandelt. Doch es besteht durchaus die Möglichkeit, dass sich dort in seiner Sammlung eine der Abschriften von aus der Ferne befindet und auf ihre Entdeckung wartet. Wenn es euch irgendwie gelingen könnte, auch nur ein Buch aus seinen Regalen zu retten, wäre das sicher in seinem Sinne. Also gut. Beim nächsten Besuch in Valut werde ich mich in Garnik umsehen. So, jetzt kann ich mich einblenden. Port Isolde. So.
Ich habe auch alles hier erwischt. Yes, habe ich. Ach nee, ich wollte die Zutaten wissen für das Schwert. Weil ich würde schon gern Ragnarök mit in die letzte Schlacht nehmen. Also das Schwert Ragnarök. Jo, Schledon. Ah. Und was darf sein? Ewigschatten? Nein. Götterdämmerung. Ein Ragnarok habe ich. Ich habe 2 von 3 Orikalkulum. Dunkelstahl, primitives Jagdhorn. Das kriege ich alles, alles bei meinen Jagdaufträgen, okay. Aber brauche ich ihn nicht für dieses Steinzunge. Ich glaube, das kriege ich von dem Drachen. Fleckiger Lendenschurz. Aber so viel Orikalkulums habe ich halt nicht, um das alles so herzustellen. Ich muss mal... Was ist das? Ja. Gut. Googeln, wo ich da so dieses Orikalkulum herkriege, wenn ich ehrlich bin. So, wir haben... Also hier Questen, die wir gemeinsam machen können. Und da hinten Questen, die wir gemeinsam machen können. Und hier haben wir auch Aufträge. Okay, wir sind also ziemlich weltweit unterwegs. Aber erstmal gehen wir nach Port Isolde, weil ich wissen möchte, was Torgal möchte. Ich will doch wissen, was mein bester Hund von mir möchte. Ah, Joshua ist mit dabei. Welle. Wollte die Kiste haben. Glück gehabt. Sogar ein Kahn ist noch da. Nur wir sind größer geworden. Wenn wir nicht reinpassen, musst du vielleicht schwimmen. Das war gerade. War doch nur Spaß. Das war gerade Clive, schwimm selbst. Ihr beide könnt ohne mich gehen. Zu dritt sind wir sicher zu schwer. Wenn du meinst. Wir beeilen uns. Komm, Torgal. Ich bin sehr gespannt, wo wir landen, wenn ich ehrlich bin. Aber wem hat der Hund jetzt eigentlich genau gehört? Clive oder Joshua? Ich meine, irgendwie im Endeffekt allen. Clive, Joshua und Jill, aber... Ich glaube, Clive hat am Anfang gesagt, dass er Torgal da gefunden hat, ne? Hier sieht alles genau wie früher aus. Mist. Es ist gleich hinter diesen Bäumen. Auf geht's. Mist. Rennen wir? Wer zuerst am Ziel ist? Ich meine, überlegt mal, Leute, Torgal ist jetzt mindestens 18, wenn nicht sogar 19 Jahre alt. Da wären wir. Unser geheimes Versteck. Weißt du noch, Torgal? Wie soll Torgal denn jetzt da hochkommen? Früher ist ihn als Welpen da hochgeschleppt. Noch mal wieder. Hier konnte ich immer vergessen, wer ich war. Oder nicht war. Prinz Schild. Ein Sohn, den die Mutter liebt. Hätte ich nur eine dieser Rollen erfüllt, wäre vielleicht... Was hast du, Großer? Dinge aus dem Schloss und
Phönixtor. Hast du das hergebracht? Ist das Clive altes Schwert? Mein altes Holzschwert. Torgal. Du hast die ganze Zeit nach mir gesucht. Habe ich recht? Danke, Torgal. Dass du gewartet hast. Mich nie vergessen hast. Oh Gott, ist der süß. Dieses Holzschwert nehme ich mit. Damit ich auch nie vergesse, wer ich bin. Er ist aber noch nicht fertig. Da geht's nicht zurück zum Boot, Torgal. Der Torgal will dir anscheinend noch was anderes zeigen, du Idiot. Schon gut, schon gut. Ich komme. Leute, ich finde sowas so süß, weil es einfach nochmal zeigt, wie treu wir sind. Und überlegt mal, er hat 13 Jahre nach Clive gesucht. Ich bin so froh, dass Sid ihn gefunden hat, dass er da wenigstens halbwegs gut klargekommen ist. Alle sagen immer, wie wichtig es sei, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Aber ohne sie wären wir nicht, wer wir heute sind. Und wir wüssten nicht, was wir uns von der Zukunft wünschen. Komm, Torgal. Gehen wir zurück. Ich fand das süß. Danke fürs Warten. Das ist jetzt richtig süß. Wir sind bereit. Ach, Torgal. Komm mal her. Kennt einer von euch den Film Hachiko? Ich habe von dem Moment an, wo der Professor gestorben ist, bis zum Schluss nur geheult. So, warte mal. Sprich, wo ein Wille ist, müsste das sein. Sprich mit Cyril. Ist das auch die? Warte mal, ich muss mal einmal nachgucken, ob das die ist. Wo ein Wille ist. Joshua wurde von... Ja. Also ist das eine 2, richtig? Tabor. Ja, da ist sowieso noch eine Quest für uns verfügbar. Die können wir dann benutzen. Ich stelle mir das so furchtbar für den armen Torgal vor, dass er wirklich so lange gewartet hat alleine. Ach, da drin ist auch noch eine Quest, okay. Ach, schon wieder ausblenden hier. Euer Gnaden, Milord, ich hoffe, eure Reise war nicht zu beschwerlich. Nee. Cyril, ihr habt einen Brief von Vater? Ja, hier ist er. Wärt ihr so freundlich, Milord? An meine geliebten Söhne, ich weiß, dass ich euch in diesem Krieg, der uns bevorsteht, viel abverlangen muss. Jedoch sehe ich keinen anderen Weg, die Zukunft unseres Landes, unserer Familie zu sichern. Doch selbst wenn es uns gelingen sollte, die
Barbaren zu bezwingen und Drachenhauch zurückzugewinnen, bleibt die Gefahr der Fäule weiterhin bestehen. Eine Gefahr, gegen die wir nur dann siegreich sein werden, wenn ganz Rosaria zusammensteht. So der Begründer es will, werden meine Pläne unser Überleben sichern, aber die Hindernisse, welche uns im Weg stehen, sind immens. Zu meinem Leidwesen wird es daher eure Aufgabe sein, mein Werk fortzuführen. Ich weiß, dass ihr die Kraft, den Mut und den Willen dafür habt. Es schmerzt mich, dass ich euch dieses schwere Erbe hinterlassen muss. Deshalb habe ich noch ein weiteres für euch, von dem ich hoffe, dass es euch auf immer an meine Liebe und mein Glauben an euch beide erinnert. Euer Vater. Oh. Ein Erbe. Anscheinend hat der verstorbene Großherzog diese Botschaft kurz vor seinem Tode verfasst. Am Tag vor den Geschehnissen beim Phönixtor. Von welchen Plänen spricht er? Von seinen Plänen für das Herzogtum, euer Gnaden. Euer Vater hat sie meinem Vorgänger anvertraut, dem vorigen Führer der Flammenfeder. Und nun ist es an mir, sie zu bewahren. Ihr erklärtes Ziel ist die vollständige Gleichstellung aller Träger. Also das, was wir eh schon auch machen. Konkrete Vorhaben finden Erwähnung. Der Bau einiger Krankenhäuser für die Behandlung jener, welche am Kristallfluch leiden. Und auch die Gründung einer neuen Universität. Zur Erforschung und Entwicklung nicht-magischer Technologie. Da sich die Fäule immer weiter in Valestea ausbreitete, sah Großherzog Elwyn darin den einzigen Weg, das Überleben Rosarias zu sichern. Er wollte die Träger gleichberechtigt sehen. Dafür wollte er mit allen Traditionen brechen. Kein Wunder, dass ein Leben dafür nicht ausgereicht hätte. Aber er glaubte, dass es eines Tages gelänge. Andernfalls hätte er diesen Brief nicht geschrieben. Und auch seine Vision nicht mit den treuesten seiner Diener geteilt, welche auch euch Treue geschworen und vor den Machenschaften gewisser, euch kaum zugetaner Personen bewahrt hätten. Leider haben nur solche Personen überlebt. Eures Vaters engste Freunde haben als erste den Zorn der Herzogin zu spüren bekommen. Ach, Annabella ist die größte Bitch des Spiels. Doch eine ist geblieben. Und sie hat etwas für euch bewahrt. Wie meint ihr das? Vielleicht sollte sie es euch selbst erklären, Milord. Schließlich beschränkt sich meine Aufgabe als Führer der Flammenfeder darauf, das Testament seiner Gnaden zu finden und euch mit einer Dame bekannt zu machen, die es vollstrecken wird. Soweit sie es vermag, zumindest. Und wo ist diese Frau? Sie erwartet euch im Archiv, euer Gnaden. Danke, Sir. Wollen wir? Ich bin überrascht, wie unglaublich fortschrittlich der Vater gedacht hat. Das erklärt auch einfach, wie unglaublich fortschrittlich auch seine Söhne gedacht haben. Ey, warte mal, ich habe da noch eine Quest zum Abholen. Die müsste da drin sein. Ja, bei ihm selbst. Hi, na? Lord Rossfield, ich habe eine Bitte. Ja. Worum geht es, Sarah? Einer unserer Ordensbrüder befindet sich derzeit in Ashra, um im Zuge unserer weiterhin andauernden Nachforschungen einer neuen Spur nachzugehen. Sein letzter Stolas ist bereits eine Weile her und seitdem haben wir nichts von ihm gehört. Hat er auch eine Ruine der Gefallenen erforscht? Nein. Gegenstand seiner Untersuchung war ein Erlöserkult, welcher in den letzten Jahren in Ashra entstanden ist. Wir glauben, er könnte eine Verbindung zum Kreis des Malius haben. Einer uralten Religion, welche Ultima als Gott verehrt hat. Wir hatten uns erhofft, über diesen neuen Glauben mehr über die ursprünglichen Lehren des Kreises herauszufinden. Also habt ihr ihn nach Ashra geschickt, wo es von Orks und Akasischen nur so wimmelt. Wie Clive wir waren nicht mit uns dem der Klarkommen. Risiken vollends bewusst, ja. Ich habe die Mission einem unserer fähigsten Mitglieder anvertraut, dem dritten Stuhl. Alter, Er verfügt über reichliche Erfahrung mit derartigen Aufträgen. Obwohl sein Schweigen nun bereits einige Tage andauert, habe ich es bisher vermieden, weitere Brüder auf die Suche nach ihm zu entsenden, damit wir diese nicht auch verlieren. Doch ich hielt es für besser, euch darüber zu informieren, da ihr so reichlich Erfahrung mit den Tücken Ashras habt. Überdies habt ihr mir so eindringlich vermittelt, dass niemand seinem Schicksal überlassen werden sollte, solange dies vermeidbar ist. In der Tat. Aber Ashra ist groß.
Wisst ihr nichts Genaueres? Vielleicht. In seinem letzten Stolas aus Ashra erwähnte er ein Dorf, in dem sich der Kult angeblich oft versammelt. Mhm. Mickelburg heißt es wohl. Cooler es Name. Liegt im südlichen Teil Valuts. Sollte ihm etwas zugestoßen sein, dann höchstwahrscheinlich dort. Verstanden. Ich werde versuchen, ihn zu finden. Der Orden dankt euch, Milord. Bitte macht euch auf den Weg. Möge die Flamme des Phönix immer in eurem Herzen brennen. Ja, ewige Pflicht 2. I don't care. Ich mach erst die Quest mit dem Vater zu Ende, weil die interessiert mich auch. Okay. Wenn dieser neue Glaube wirklich ein Ableger vom Kreis des Valios ist, dann... Lass uns fürs Erste den dritten Stuhl finden, in Ordnung? Warte mal. Da oben? Ah, okay. Wer bist du? Milord, euer Gnaden. Ich erkenne euch kaum wieder. Ich bin Goditha, Gefolgsfrau von Haus Rossfield, treue Dienerin des Phönix und seiner Schilde. Euer Vater, Großherzog Elwyn, hat mir ein Geschenk für euch anvertraut. Bitte vergebt mir, dass ich meiner Pflicht erst jetzt nachkomme. Es gibt nichts zu vergeben. Ganz im Gegenteil. Wir schulden euch Dank für eure Dienste. Ich tue nur meine Pflicht, wie alle Rosarier es tun würden. Milady, bitte erzählt uns doch mehr. Von was für einem Geschenk sprecht ihr? Wie ihr sicher wisst, war es lange Zeit Brauch im Hause Rossfield, dessen Kindern zur Volljährigkeit ein besonderes Andenken zu überreichen. Stimmt, ja, das hatten die beiden nicht erreicht. Unser Vater hat damals oft mit uns darüber gesprochen. Wäre es ihm vergönnt gewesen, hätte er euch ganz besondere Geschenke gemacht. Ein paar Armbänder für jeden von euch. Leider kam alles anders. Er wurde uns genommen, noch bevor er seine Gaben vollendet wusste. Seine Gnaden hatte beabsichtigt, den Herzstein, der die Armbänder zieren sollte, selbst zu erringen. Doch schlussendlich verblieben seine Geschenke unfertig. Ich verstehe. Es betrübt mich, sie in diesem Zustand zu überbringen. Euer Vater wünschte sich, dass ihr sie in vollendeter Form erhaltet und nicht noch in Arbeit. Aber da er nicht mehr unter uns weilt und der nötige Herzstein fehlt, konnte ich nichts tun. Ihr seid nun erwachsen und sein Haus ist eures. Natürlich möchte ich euch nicht drängen, den Herzstein an seiner Stadt zu erobern. Und doch weiß ich, dass ihm nichts mehr Freude bereitet hätte. Hm. Er wäre so stolz auf euch. Danke, Lady Goditha. Was meinst du, Clive? Was wohl? Natürlich, Milady. Meine Boos. Wir werden Vaters Wunsch erfüllen. Oh, ich danke euch. Wo mag er zu finden sein, dieser Herzstein, Milady? Nun, ich fürchte, es wird einiges mehr erfordern, als ihn lediglich zu finden. Sie kommen nur in den Mägen von Erzgreifen vor, wisst ihr. Ups. Doch ihr werdet nicht lange suchen müssen. Ein gewisses Exemplar nistet derzeit im Schatten des Titanen, nicht weit von hier. Ein gewisses Exemplar? Euch entgeht wirklich nichts, euer Gnaden. Um eure unausgesprochene Frage zu beantworten. Ja, es ist jener Erzgreif, den euer Vater zu erlegen gedachte. Ich verfolge ihn bereits, seit ihr ein kleiner Junge wart. Brächtet ihr als Männer von Haus Rossfield eures Vaters Werk zu Ende, würdet ihr seinem Andenken Ehre machen. Was meinst du, Joshua? Was wohl? Ich sehe, ich muss einen Drachen jagen. Dann jagen wir jetzt einen Drachen. Wo ist der Nistplatz? Der Nistplatz liegt im Süden. Doch seien wir vorsichtig.
Godetha wurde schließlich schon einmal enttäuscht. Also lege sie Murk im Schatten des Dings. Bla. Weil hier sind zwei in der Nähe, ja? Also einmal die Eins. Oh, die Eins ist hier in der Nähe. Okay. Okay. Boklad. Boklad ist aber ziemlich weit weg. Ich weiß, ich mache das relativ durcheinander, aber wenn ihr die Folgen verfolgt, werdet ihr es eh verstehen beim Gucken. Nur ich möchte es halt so zielführend wie möglich machen. Damit ich nicht die ganze Zeit hin und her reisen muss. Irgendwo hier. Hier ist ganz schön leer. Murk. Da ist er. Ah. Aus Rossfield. Das ist die Quest. Naja, was soll's. Hexenleiter. Habe ich ihn jetzt wenigstens davon abgebracht? Jetzt, Torgal! Leider sollte ich Torgal machen. Da, Torgal! Alter, der nimmt so viel keinen Schaden. Jetzt, Torgal! Torgal, fass! Gib mir, Torgal! Jetzt, Torgal! Jetzt, die Busse! Was macht der? Nein, nein, alles gut. Alter, der ist trotzdem noch getroffen. Fass! Hier drüben! Torgal, fass! Sie gehören dir! Und den wird der Vater ganz alleine erledigen, ohne Essverfügung. Sie gehören dir! Wow! Dave! Da, Torgal! Na komm, 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 komm! Dave! Gott sei Dank noch gerade daneben gesprungen! Wer ist es, unsere Chance? Torgal, da ran! Hau rein, hau rein, hau rein! Oh, ja, bitte! Danke, das Thema ist erledigt. Er hatte exakt zwei Erzsteine. Ist das der Herzstein? Lady Godetha wird es wissen. Geil. Da oben hin. Ich muss sagen, die Torgel-Quest war bis jetzt die Abstand die schönste Quest. Und ich meine wirklich einfach nur die schönste Quest. Oh, ihr seid wohlbehalten zurück. Das bin ich. Dann ist der Greif besiegt? Ja, das ist er. Und der Herzstein errungen. Ja, dieser helle Glanz, wie gefrorene Flammen, wie euer Vater ihn beschrieben hat. Danke, Milord. Euer Gnaden, euer Vater wäre so stolz. Lady Godetha, der Steinschleifer wartet. Danke, Cyril. Ich gehe gleich zu ihm. Bitte entschuldigt mich. Ich werde den Stein sofort schneiden und setzen lassen. Dann warte ich mal. Die Armbänder sind fertig. Bitte, nehmt sie. Endlich sind sie eurer würdig. Herzstein ist härter und langlebiger als Granat und sogar Rubin. Er symbolisiert unerschütterlichen Willen und Hingabe. Und die gravierten Ranken, die den Stein umgeben, stehen für die unvergänglichen Bande zwischen euch. Na dann. Eine Botschaft. Vater wusste um unsere Feinde, innerhalb und außerhalb Rosarias. Feinde, die seine Pläne ablehnten. Nur mit unerschütterlicher Hingabe würden wir sie verwirklichen. Und nur wir beide zusammen
Als Phönix und Schild, einander treu im Kampf. Nur so würden wir triumphieren. Ganz recht. Seine Gnaden wusste um die Gewaltigkeit der Aufgabe, die er euch, seinen Erben, stellte. Doch dies war nicht nur eine Botschaft. Es war ein Versprechen, dass er immer bei euch sein würde. Danke, Lady Godiva, dass ihr stets im Willen unseres Vaters gehandelt habt. Vergebt mir, Milady, aber eines verstehe ich nicht recht. Ich habe gehört, dass Mutter nach Vaters Tod alle herzoglichen Schätze für sich beansprucht hat. Die Armbänder hätte sie nicht verschmäht, selbst wenn sie unfertig waren. Also, wie konntet ihr sie verbergen? Weil ich die Schätze verwaltet habe. Zwar war ich nur eine einfache Dienerin, doch euer Vater hat mit mir über die Armbänder gesprochen. Von seiner großen Liebe zu euch beiden und seiner Hoffnung für eure Zukunft. In den Tagen vor der Katastrophe am Phönixtor hatte ich entdeckt, dass sämtlicher Schmuck der Herzogin aus dem Schloss verschwunden war. Da wusste ich, dass sie uns verraten hatte. Ich wollte euren Vater warnen, aber es war zu spät. Als Nachricht von dem Feuer in Rosalit eintraf, musste ich handeln. Also nahm ich die Armbänder und floh ins Ungewisse. Dem Begründer sei Dank. Doch meine Pflichten waren noch nicht erfüllt. Ich war ratlos. Also verfolgte ich den Greif in der Hoffnung, den Herzstein nach dessen Tod zu finden. So vergingen allmählich die Jahre, bis kürzlich Cyril vor mir erschien. Er offenbarte mir, dass Lord Elwins Testament gefunden und seine Söhne noch am Leben seien. Lady Godiva, im Namen meines Vaters und von ganz Rosaria danke ich euch für eure Dienste. Ich ebenso. Danke, Milord. Euer Gnaden, ihr seid wieder bei uns. Endlich haben all die Jahre einen Sinn. So. 2 von 11. Was? Verlasse... Oh mein Gott. Ich dachte, es wäre fertig. Die Armbänder stehen euch gut. Zweifellos seid ihr glücklich, nach so langer Zeit die Erbstücke zu erhalten, die euch zustehen. Oh ja. Wir danken euch für eure Hilfe, Cyril. Erlaubt mir, mich noch ein wenig weiter einzumischen. Wenn möglich, besucht doch einmal das Denkmal eures Vaters auf Fels Falkenschrei. Zeigt ihm, dass ihr seinen Segen erhalten habt und seine Vision in euch fortbesteht. Das sollten wir wirklich einmal tun. Was sagst du, Clive? Wollen wir Vater besuchen? Oh, ohne Frage. Was? Wie cool. Ich wollte ihm noch danken, bevor wir nach Ursprung aufbrechen. Der Helm eures Vaters befindet sich dort, seitdem wir ihn in den Ruinen des Phönixtors gefunden haben. Nehmt ihn bitte mit. Auch er ist Teil eures rechtmäßigen Erbes. Und euer Vater würde ihn sicherlich lieber in euren Händen wissen, als auf einem einsamen Felsen. Danke, Cyril. Jetzt bin ich zwar schon drüber, aber das möchte ich jetzt noch zu Ende machen. Komm, Clive. Er wartet. Warte mal. 2, ne? Da hinten? Okay. Was mache ich mit dem Chocobo? Dann geht's schneller. Gut so. Unerschütterlicher Wille und unvergängliche Bande. Oh ne. Denkst du, wir sind stark genug? Ja, klar. Um die Welt zu retten? Bestimmt. Aber hätten wir Vaters politische Feinde bewältigt? Da bin ich mir nicht so sicher. Wenn ich bedenke, was wir jetzt wissen, wozu Mutter in der Lage war. Aber vielleicht mit den Armbändern.
Ihn bei uns zu wissen, hätte sicherlich geholfen. Ey, die Mutter war ja wohl dermaßen die Bitch. Aber es wird über Clives Mutter so gar nichts gesagt, außer dass sie eine Konkubine war. Vater hat immer für das gekämpft, woran er geglaubt hat. In der Nacht am Phönix-Tor ist mir klar geworden, dass ich selbst noch nie für etwas gekämpft hatte. Das hatten bis dahin immer andere für mich getan. Welche Wendung sein Schicksal auch nahm, er hat nie den Mut verloren, nie gezweifelt, nie aufgegeben. Für mich war er mein größtes Vorbild. Und ich versuche immer noch, ihm gerecht zu werden. Wie wir alle, Clive. Wie wir alle. Das werden wir auch weiter, weil er es genau so gewollt hätte. Ja, und es ebenso getan hätte. Auch wenn das bedeutet, die Götter selbst herausfordern zu müssen. Dein Helm wird uns begleiten, Vater, wie auch du. Halte deine Hand über uns, während wir deinem Beispiel folgen. Ob es Geister gibt, ich weiß es nicht. Verlass dich auf uns. Weiter geht's. Weiter. Bis zum Ende. Und dann zum Neubeginn. Auch das war eine wirklich schöne Quest. Einen rostigen Helm. Oh wow. Jetzt können wir getrost die Folge für heute. Okay. Danke. wir werden jetzt getrost die Folge für heute beenden. Zwei Quests haben wir geschafft. Ich finde, das waren, glaube ich, mit die beiden wichtigsten Quests. Jetzt werden wir nach und nach die anderen abarbeiten. Ich glaube, ich werde wieder in Richtung Tabor zurückreisen und da dann alles abklappern. Ich glaube, das ist am einfachsten, wenn ich das so mache. Und dann schauen wir mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.